Oh, der liebe Tierster ist wieder in der ersten Reihe unterwegs. Ansonsten alles gut, genießt du den Abend? Alles nice, bei dir auch? Ihr auch, oder? Ja, bei dir ist klar. Ich liebe dich auch, Mann. Du stehst in der zweiten Reihe, da muss es Liebe für geben. Drittes Match in dieser Vorrunde. Macht mal Lärm für alle gegen Walik! Dieser Alle ist ne Pfeife. Er wächst zwar nicht nach oben, aber dafür in die Breite. Du Hurensohn, ich sperr dich in dein Zimmer ein. Scheinbar schiebt sich dieser Typ leider zu viel Pizza rein. Ja okay, Mann, der Typ, der kann gleich gehen. Eine Frage ist, seit wann ist der Eintritt ab 13? Mann, was machst du auf der Bühne? Digga, Mann, ich fick dich und jetzt fliegen Stühle. Jeder weiß, dieser Alle hat nicht sick gerappt. Du siehst aus wie MC Goiner, auf Wish bestellt. Du Hurensohn, was willst du gegen mich machen? Alle Leute werden dich einfach auslachen. Und du denkst, du hast fast gewonnen. Vielleicht bin ich ja mit 200 Kilo abgenommen. Hey, Digga, Mann, was machst du hier? Jeder weiß, in dem Battle wirst du weiter hier kassieren. Junge, dieser Ale ist ein Depp. Deine ganzen Freunde sind faker als deine Cap. Du dummer Bastard, ich fick dich einfach easy. Ja. Hey, war dein Vater vielleicht ein Crack-Ticker? Was machst du für Bewegungen, Epileptiker? Hey, Mann, was kannst du? Ich glaube nichts. Hey, du wirst hier rausgeschickt. Du tauge nicht, Bruder. Wie kann man so ein Dorfspaß sein? Wenn ich dich suche, dann geb ich Midget-Sex bei Pornabein. Digga, du dummer Bastard. Ich box dich zurück nach Ulm, du Hurensohn. Ey, wie kann deine Mutter bitte so eine Hure sein? Such ich dich, geb ich Hurensohn bei Google ein. Hey, also Digga, eine Mutter allein. Ey, die kommt halt immer nice. Vorbei, Jungs. Egal, was gesagt wurde, gebt euch Respekt. Und das Publikum entscheidet, jeder von euch entscheidet sich für einen MC. Erste Runde Freestyle. Walik hat angefangen. Wenn ihr sagt, Walik hat den Punkt verdient, dann bitte Hände und Lärm für den jungen Herrn. Wenn ihr sagt, Ale hat diese Runde geholt, dann bitte Hände und Lärm für Ale. Somit steht es 1-0 für Ale. Walik hat angefangen. Damit fängt Ale jetzt an. Textrunde. Alle Hände gehen hoch. Ihr hört ganz genau hin. Und jeder entscheidet sich danach für einen MC. DJ Pete, let's go! Alter, geiler Beat, okay. Ey, yeah. Steh morgens auf, gönne mir ein Cappuccino. Ey, weil ich war die ganze Nacht in Spielos. Ey, mein Leben gehört schon fast ins Kino. Ey, zwar noch broke, aber bald paar Mios. Wollte immer hoch hinaus mit großen Traum. Keine Zeit zum Sparen, deshalb gebe ich im Gucci Store die Kohle aus. Selbes Gefühl wie bei meinem allerersten Drogenkauf. Zum Glück nicht gefangen hier in irgendeinem Drogenrausch. Italienische Autos, wollte mehr als ein Sportwagen. Corsage, tragende Damen, die dann sofort blasen. Cops young, doch ich werde vor ihnen kein Wort sagen. Mittlerweile King, doch angefangen im Dorfratte. Dorfcafé oder ganzen Tag chillen auf dem Sportplatz. Ey, du magst mich nicht, das ist schon okay. Weil deine Freundin kommt vorbei, fragt, was sonst so geht. Time. Schöne Textrunde von Ale. Die Hände bleiben oben und die Ohren bleiben offen. Walik, deine Zeit. Let's go! Ey! Ja, wo sind eure Hände? Ey! Okay. Es ist VOLIK, ich bin und bleibe Stuttgarts Macher. Was gibt's da zu gucken, Bastard? Wer bist du, der Suppenkasper? Runterkach bei es kommt zu viel Scheiß aus deinem Mund geflattert. Unser Raster ist die Überzeugung, dass hier unten Platz. Unantastbar hält sich unser Spaß da in dem Drogenlag. Ab hier zähl er trinken, so wie ich seine Ode bar macht. Ohne Ort und ohne Part geht er aus dem Drogenlager, weil der Boss ihm seinen Abgang mit einer Drohung klar macht. In Afrika gibt's Ebola, in Deutschland dich und Loredana. Ich werd euch vernichten, bis das Blut auf meinen Roten fällt. Ich schalte bis nur Dreck. Bruder, nein, ich fass es nicht. Jugendliche heutzutage wissen nicht, wer Savas ist. Du Arschgesicht, vergiftest meine Szene für eine Gage, Bitch, damit du dich verpisst. Bruder, ich bezahl für dich. Arsch ist ein Star für mich. Stranger bist der wahre Shit. Betrete ich den Raum, verschlingt die Dunkelheit das Tageslicht. So, halten wir fest. Vor dieser Runde stand es 1-0 für Ale. Er hat gerade angefangen. Jeder von euch entscheidet sich für einen der beiden MCs, ja?
Wenn ihr dafür seid, alle hat diesen Punkt verdient, dann bitte Hände und Lärm. Wenn ihr sagt, die Runde geht an Walik, bitte Hände und Lärm. Damit steht es 1:1 und wir kommen auch hier zu einem Acker. Acker? Acker? So, nochmal Schere, Stein, Papier, um zu entscheiden, wer anfängt. Atmet nochmal durch. Sortiert euch nochmal. Hier kommen nochmal die Tipps aus dem Publikum. Du hast alles im Griff hier, ich sehe das, ja? Situation gehört dir gerade. Stuttgart! Walik fängt an. 1 bis 2 Minuten A Cappella. Seid mir jetzt alle ruhig! In dieser Runde kriegt dieser fette Keck einen Stoß. Aber bevor ich dich zerficke, muss ich noch eine Sache loswerden. Deutscher Battle Rap ist tot. Warum? Die Entwicklung von deutschen Battle Rap ist wirklich peinlich. Man ist in der Unterzahl, wenn man als Rapper Fleisch ist. Digga, scheiße. Wie kann es sein, dass sich von ihren Eltern verwöhnte 1er Abiturienten wie's in der Szene wie Krankheiten im Wind verbreiten? Note ich, kill die Feinde, find die Leichen und egal ob zu Sommer- oder Winterzeit, Neos, Bioton, fressen den kommunistischen Öko-Fotzen, kann deutschen Battle Rap fern und zwar fern für immer bleiben. Digga. Deine Mutter hat größere Aggressionsprobleme als Pisek. Wenn sie Prison Break schaut, fingert sie sich ein auf T-Bag. Sie ist wie Sinne, den sie dann, den sie gibt, hat. Der Jarak ist so tief in ihr drin, bis ihr Lungenflügel reißt wie bei Mikesh. Ich bin schon in der ersten Klasse öfter aus dem Klassenzimmer geflogen als Papierflieger. Wegen meiner nervigen und aufgedrehten Art putte ich den Dreckslehrer an die Stirn wieder. Währenddessen verkauftest du dich immer toll und teuer wie Supreme-T-Shirts. Du warst ein von deinen Eltern verwöhnter Peach-Kriecher, der wenn die Lehrer nicht die Aufmerksamkeit geschenkt haben, die du gebraucht hast, rumgeheult hast wie eine gottverdammte Kriegsdiva. Früher warst du ein richtiger Huso. Am letzten Schultag meintest du zu dem weisen Kind in deiner Klasse, also ich geh mit meinen Eltern in den Ferien in Urlaub und du so? Wäre dein Schwanz ein Planet, wäre er Pluto. Du wurdest schon immer von allen gemobbt auf dem Schulhof. Du wurdest so oft geschlagen, deine Fresse sah aus wie der Blutmond. Nach dem Battle kommst du nie wieder zurück zu Top-Tier und das ist auch gut so. Time. Okay, time. Schöne A-Cappella-Runde von Walik. Behaltet, was er gesagt hat, bewahrt Ruhe und schenkt genauso viel Aufmerksamkeit den jungen Mann auf der Rechten. Seid mir jetzt alle ruhig! Hey, Leute. Wir können später über die Battles diskutieren. Jetzt müssen wir sie stattfinden lassen und genießen. Seid mir jetzt alle ruhig! Es gibt immer diesen einen. Let's go. Okay, ey, ich sag dir eins. Der Typ wird heute gefickt. Bei den ganzen Sprachfehlern in deiner Runde frage ich mich, wer jetzt von uns beiden MC Goyner ist. Okay, noch eine Line. Der hat gefühlt eine halbe Minute darüber geredet. Battle Rap ist tot. Das ist der einzige Grund, warum so Leute wie du auf die Bühne kommen hoch. Digga, Mann, du bist so scheiße, du kannst ja nicht mal einen Satz reden ohne irgendwelche Fehler. Digga, Mann, du bist für mich einfach kein Gegner. Und Digga, eine Frage, was führt dich hierher? Deine Mutter arbeitet im Stuttgarter Zoo als Grizzlybär. Obwohl, nee, Digga, Mann, das ist eine ganz harte Hure. In der waren mehr Stuttgarter drin als in der Cannstatter Kurve. Oh! Komm, mach doch mal ein bisschen Lärm! Okay, let's go. Sorry, ich muss noch ein bisschen. Hey, okay, Digga. Du warst schon immer ein Versager. Selbst im Kindergarten wolltest du alles immer hinterfragen und hast die anderen Jungs gefragt, ob sie auch ab und zu den Schwanz von ihrem Vater in ihrem Hintern haben. Aber in der Tat warst du da der Einzige.
Also fingen sie dich an, aufs Übelste zu beleidigen. Sie meinten, wenn er dich in den Arsch fickt, dann ist da doch Scheiße drin. Aber du meintest ganz genüsslich, wenn es mal passiert, dann darfst du es mit deiner Zunge auch bereinigen. Du ekelhafter Kotfresser. Doch für dich war das so lecker, dass du mit 18 Jahren, als du Two Girls One Cup geschaut hast, dich in der Rolle gesehen hast von dem Becher. Und dem Typen ist auch schon echt viel Peinliches passiert. Der ist so ein Typ, der Keksfixen mitspielt und freiwillig verliert. Nee, das ist so ein Typ, der aus Ästhetik seine Beine oft rasiert. Das war's noch. Macht doch mal Lärm erstmal vor der Abstimmung für beide MCs. Gebt euch Respekt. Es steht 1-1. Ihr habt in der Hand, wer in die nächste Runde einzieht. Wenn ihr sagt, Walik soll in die nächste Runde, dann bitte Hände und Lärm. Wenn ihr sagt, alle gehört in die nächste Runde, dann bitte Hände und Lärm. Ey, macht doch mal bitte Lärm für beide MCs und herzlich willkommen in der nächsten Runde. Walik!